Wisse, mein lieber Bruder, der Mensch ist ein Reisender. Wisse, mein lieber Bruder, der Mensch ist ein Reisender. Von der Kindheit in die Jugendzeit, von der Jugendzeit ins Greisenalter, vom Greisenalter ins Grab, vom Grab zur Auferstehung, von der Auferstehung bis in die Ewigkeit setzt sich seine Reise fort. Dabei wird ihm alles Nötige beider Leben vom König des Landes gegeben. Er gibt jedoch all diese notwendigen Dinge wegen seiner Unkenntnis ganz und gar für dieses vergängliche Leben aus. Stattdessen wäre es notwendig, von diesen notwendigen Dingen mindestens ein Zehntel für dieses irdische und 9/10 für das bleibende Leben einzusetzen. Was also wird nun etwa ein Beamter, der von seiner Regierung 24 Goldstücke Wegzehrung erhalten hat, um einige Länder zu bereisen, wenn er bereits im ersten Land, in das er gelangt ist, 23 Goldstücke ausgegeben hat, in all den anderen Ländern tun? Welche Antwort kann er nun seiner Regierung geben? Kann sich etwa jemand, der sich so verhält, sich noch als vernünftig bezeichnen? Gott, der Gerechte, hat uns also eine Zeitspanne von 24 Stunden geschenkt, um alles Notwendige für unser beider Leben zu erwerben. Wenn man nun das viele Gold für das kürzere Leben und das wenige Gold für das längere Leben ausgibt, also 23 Stunden für sein kurzes, vergängliches, irdisches Leben einsetzt, dann ist es wenigstens notwendig, auch nur eine Stunde für das fünfmalige tägliche Gebet zu verwenden und somit für ein unendlich andauerndes jenseitiges Leben einzusetzen, damit man im Jenseits kein Bettler sein muss, während man doch im Diesseits ein General gewesen ist. وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. Das Leben hier ist nichts anderes als Spiel und Spaß. Das Haus des Jenseits hingegen ist erst das wahre Leben.